Ich habe ein paar gesehen, die so Ferienbesucher sind bei uns. Vielleicht, weil ihre Kinder jetzt auch Ferien haben und so, sind auch herzlich willkommen bei uns, so wie die, die immer da sind. Gehörst du auch zu den Menschen wie ich, die glauben, dass Gott das Weltgeschehen im Griff hat? Es gibt ja genug Bibelwort dazu. Aber glauben wir es wirklich? Aufgrund von dem, was gerade geschieht und aufgrund von dem, was abstruser, schrecklichste in der Vergangenheit, den letzten 2000 Jahre geschehen ist, auch im Namen von Jesus. Glauben wir es wirklich? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, ich glaube es nicht mehr, dass Gott im Griff hat. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, ich habe es noch gar nicht geglaubt. Willkommen zu unserem Thema heute Morgen, das heisst, hat es Gott im Griff. Es gibt verschiedene Zugänge zu dieser Frage. Jeder hat vielleicht einen anderen. Einer, der mich am meisten persönlich überzeugt, immer wieder, und mir Schub gibt, meinem Glauben Schub gibt, ist prophetische Voraussagen über Jahrhunderte oder Jahrtausende, wo man sieht, dass sie sich schon erfüllt haben. Und stehen wir jetzt in dieser Zeit, wo wir sind, ist uns ja allen klar geworden. Du siehst keinen Meter mehr für sie, oder? Du kannst nicht sagen, das nächste Jahr gehen wir dann. Das nächste Jahr machen wir dann, oder? Und da drin ich jetzt sehe, dass Gott so wie einen Feldstecher hat, wo so einfach über Jahrtausende hinweg geschaut hat. Mindestens über Jahrhunderte. Und sagt, was geschehen wird. Und ob Gott etwas im Griff hat oder nicht, können wir auch an dem messen, ob das, was Gott vorausgesagt hat, auch wirklich eingetroffen ist oder im Eintreffen ist. Ich glaube, wenn wir wollen, verstehen, hat Gott Geschichte im Griff, müssen wir einmal ein paar Schritte zurück machen. Und ein bisschen Geschichte anschauen, wo sie war. Nicht nur ein bisschen, sondern uns Knie vertiefen. Aber auch uns überlegen, dass Gott eben auch in die Zukunft sieht, wo wir eben nicht sehen. Wenn wir einen Schritt zurück nicht machen, dann besteht Gefahr, dass wir nur so schauen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, glaube ich auch nicht mehr, dass Gott im Griff hat. Wenn wir mit unserer begrenzten Sicht von jetzt das Ganze anschauen. Wir tauchen ein in die Geschichte von Gott mit seinem Volk um das Jahr 606 vor Christus. Der Nebukadnezar erobert das Reich Juda und lässt in drei verschiedenen Wellen den grössten Teil vom Südvolk, vom Juda-Stamm und Stamm Benjamin deportieren auf Babel in drei verschiedenen Wellen. Und mit zu den Menschen, die deportiert werden, gehört auch Hesekiel. Hesekiel weit weg von zuhause angekommen in Babel. Dort kommt er von Gott Visionen über. Verschiedene Visionen. Eine von dieser Visionen könnte aus einem Horrorfilm stammen. Er sieht ein grosses Feld mit verstreuten und vertrockneten Knöcheln. Und da steigen wir ein im Buch Hesekiel, Kapitel 37, Vers 1 bis 2. Und die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Er führte mich zwischen ihnen allen hindurch, und sie, es lagen sehr viele Gebeine auf dem Feld, und sie waren ganz ausgetrocknet. Kein schönes Bild, das er da hat. Hesekiel sieht ein weites Feld, voll mit Knöcheln, ohne Sehnen, ohne Fleisch, vertrocknet, einfach so verstreut auf einem riesen Feld. Und in dieser Vision muss er durch die Knöchel durchlaufen. Stell dir vor, du hättest so einen Albtraum und müsstest durch Knöchel durchlaufen. Und Gott hat ihm das so gezeigt in dieser Vision. In dieser Vision hat er durchlaufen müssen und es war ihm, wenn er wirklich durchlaufen will.
Also Horrorvorstellung, wenn man so eine Vision hat. Hesekiel hat gewusst, um was das geht. Er hat gewusst, dass das Volk Israel, das Volk von Gott, an dem Ort angelangt ist, dass es nicht mehr war als ein Feld voller Knöchel. Vertrocknete Knöchel. Er hat das Bild verstanden. Die Situation vom Volk war hoffnungslos, wie eben das Knochenfeld auch. Hilfe nie nicht um. Wiederherstellung nie nicht in Sicht. Und viele haben sich dann, und ich denke an den Ezekiel, auch erinnert, was Gott dem Abraham versprochen hat. Viele Jahre, viele hunderte Jahre voran. Und er hat gesagt, Abraham, ich will dich zu einem grossen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen von dieser Welt. Wo war der Segen jetzt gewesen? Wo war Gott gewesen? Hat es Gott noch im Griff gehabt? Nein, offenbar nicht mehr. Wo werden alle Nationen gesegnet in den Abstammungen von Abraham? Und jetzt stellt Gott am Ezekiel eine Frage, Vers 3. Und er sagte zu mir, du Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich sagte, Herr, Herr, das weißt nur du. Also Gott hat ihn gefragt, glaubst du, Ezekiel, dass die Knochen wieder lebendig können werden? Und die Antwort ist sehr clever. Das weißt nur du. Keine Ahnung. Vielleicht war es voll Glauben gewesen, vielleicht nicht. Ich bin nicht dabei gewesen, ich habe den Tonfall nicht gehört. Keine Ahnung. Aber er hat gesagt, das weißt nur du. Und Vision geht weiter. Und er sagte zu mir, weissage diesen Gebeinen und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So sagt der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, sieh, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und euch Atem geben, damit ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Vision geht also weiter. Gott sagt, er könne die Knochen zum Leben erwecken. Spannend ist, dass dann Gott zum Ezekiel sagt, red zu diesen Knochen. Also Gott hat Ezekiel gebraucht, um in der Vision zu diesen Knochen zu reden und zu sagen, Knochen werden wieder lebendig. Fleisch kommt zurück, Sehnen könnt euch überziehen und Atem Gottes kommt wieder trainieren. Sagen, auslösen, hat es Ezekiel müssen. Aber die Kraft dahinter ist natürlich logischerweise von Gott gekommen. Und die Vision geht weiter. Und wir würden lesen da drinnen, wenn ihr wollt, die Haie, ab Vers 7 und 8, wie die Worte von Ezekiel und die Kraft von Gott das bewirkt hat in der Vision. Es ist zuerst Fleisch, Zähne gekommen, dann ist Fleisch gekommen, dann ist Haut gekommen und dann ist der Odem gekommen, Ruach, der Geist von Gott, so wie früher im Garten Eden und alles ist wieder lebendig geworden. Was hat Gott genau sagen, Ezekiel? Er hat ihm sagen, ich Gott kann, ich will und ich werde aus diesen toten Gebeinen, aus dem toten Volk, aus dem Volk, das zerstreut ist, wieder ein Volk machen. Gott hat dem Ezekiel gesagt, ich habe es noch im Griff. Ich kann es, auch wenn es niemand mehr glauben würde. Message ist gewaltig. Message ist gewaltig, ein Ezekiel. Und Ezekiel hat dem ganzen Volk in der Deportation müssen verkündigen oder dürfen verkündigen. Bei Gott ist es möglich, dass aus diesen Knochen wieder Leben kommt. Es geht aber noch weiter. Gott redet noch weiter in dieser Vision zum Ezekiel. Er redet von der Wiedervereinigung von Israel unter einem Hirt. Gott sagt zum Ezekiel, Ezekiel, nimm zwei Stäbe. Am einen schreibst du drauf Juda, am anderen schreibst du drauf Israel. Zwei Stäbe, die weit auseinander sind. Was ist die Bedeutung? Bevor die Deportation war, hat es zwei Völker gegeben im heutigen Israel.
Das eine ist das Südvolk gewesen, Juda mit dem Stamm Benjamin. Und das andere ist in Samaria gewesen, das Nordvolk, und das hat Israel geheissen. Das haben wir ein bisschen auseinanderhalten. Es hat eine Spaltung gegeben nach dem Salomon in zwei verschiedene Völker. Und zuerst sind dann Nordstämme, die 10, deportiert worden, irgendwo hin. Und dann später ist der Südstamm, Juda und Benjamin, deportiert worden. Und jetzt sagt Gott zu Ezekiel: Nimm zwei Stäbe, schreib die Namen drauf und tu die Stäbe zueinander verbinden. So wie du jetzt die Stäbe verbindest, so sage ich, dass sowohl Südreich wie das Nordreich, sowohl Juda wie das Israel zu einem Israel soll werden, zu einem Volk, wo ich ihr Gott bin. Und er redet noch weiter und sagt, wenn das so weit ist, dass die Stämme verbunden sind, dass ganz Israel wiederhergestellt ist, wird ein König kommen, der in Frieden wird regieren und die vereinte Nation wird Gott anbeten. Was für eine Vision. Schon die Vision vom Zurückkehren nach Israel, von Juda, vom Südstamm, war schon gewaltig gewesen. Aber dass dann die beiden Reiche wieder zusammenkommen sollen und die Juden aus allen Orten der Welt wieder zusammenkommen, die beiden Reiche, und ein Reich sind und ein Friedensfürst soll werden, wo sie gemeinsam anbeten, das war nochmal far away gewesen. Ist das eingetroffen? Es hat einen ersten Ansatz gegeben. Denn tatsächlich, ab dem Jahr 536 vor Christus, also 70 Jahre nach der Verbannung nach Babylon, hat die Wiederherstellung angefangen. Das heisst, unter dem Kyros haben die ersten Juden wieder zurückkehren in ihr Land, in verschiedene Züge, Esra und Buch Nehemia berichtet darüber. Ziemlich genau 70 Jahre nach der Deportation. Wieso sind die 70 Jahre so wichtig? Weil eben die Jeremia, Kapitel 25, vorausgesagt hat, dass einmal wird die Deportation kommen und das Volk Israel 70 Jahre wird in der Fremde sein und nach 70 Jahren wieder zurückkommen. Und das ist da passiert. Das war also ein erster Ansatz von dem, wo man sagen kann, hey, da ist ein Stück von dieser Prophetie von Jeremia. Ein Stück von der Prophetie von Daniel, der über 70 Jahre redet. Und natürlich ein Stück von dem, was jetzt Ezekiel da sagt, wahr geworden ist. Also, sie sind zurückgekommen. Aber etwas ist nicht passiert. Die Stäbe sind nicht zusammengekommen. Die sind zwar, jetzt muss ich es wieder wechseln, die sind zwar zurückgekommen, die Juden, Südreich, aber die, das Nordreich, Israel, die sind verschollen geblieben. Nirgends. Und auch nicht alle können zurückkommen. Also ansatzweise ist es passiert. Und ansatzweise hat man gesehen, die Prophetie von Gott stimmt. Er erfüllt, was er Jeremia gesagt hat, was er Daniel gesagt hat, was in der Chronik steht, was er Ezekiel gesagt hat. Es stimmt. Mindestens recht stückweit. Man hat dann gesagt, Gott hat es im Griff. Gott kann. Dann aber, ab im Jahr 135 nach Christi ist die grosse, endgültige Zerstreuung von dem Volk der Juden. Jerusalem ist umbenannt worden in ein Aelia Capitolino. Damit man nie mehr an den Namen denkt, Jerusalem. Und kein Jude hat wieder dafür die Stadt auch nur mit einem Fuß betreten. Sie sind versprengt worden in die ganze damalige Welt. Und jetzt ist das Bild von Ezekiel nochmal so stark geworden. Die Knochen. Nicht mehr schon aus den Knochen. Alles kaputt. Alles vertrocknet. Was war jetzt mit dem Versprechen von Gott an Abraham? Was war jetzt mit dem Versprechen von Gott an Ezekiel? Was ist mit dieser Prophetie? Hat es Gott doch nicht im Griff? Offenbar nicht. Dann machen wir einen grossen Sprung. 1941, der Holocaust. Bilder
aus den Konzentrationslagern ähnelt diesen Bildern von dem Schlachtfeld, das Ezekiel gesehen hat. Das Bild, das wir hier sehen, ist von der Menora, ein Auszug von einem von diesen Bildern, die gemeißelt sind auf dieser Menora. Da sehen wir schon, dass es durch Verstehung, Drängel, sieht man schon, wie es wieder wird. Aber noch im 1941, im Holocaust, hat man nur die Knöchel gesehen. Und zwar das mal wortwörtlich, das mal nicht mehr in einer Vision, das mal wirklich und echt. Ich kann euch sagen, ich kann mich kaum mit Holocaust befassen, ich halte die Bilder nicht aus. Jetzt ist dann die Lösung. Jetzt hat es schon, wenn es im Jahr 135 nach Christus nicht endgültig war, dann ist es doch jetzt endgültig, oder? Jetzt hat es doch geschafft, der Satan, den der Hitler gebraucht hat. Nein, Gott hat wie seinerzeit Ezekiel wieder Männer gerufen. Wir müssen zu diesen toten Knöcheln reden. Wir müssen zu dem Übrigbleibsel von diesen Juden reden. Er hat einen Theodor Herzl genommen. Er hat einen David Ben-Gurion genommen. Und sie haben zu diesen Knöcheln geredet. Sie haben verkündet, dass das Unmögliche nochmal wahr wird. Dass Ezekiel möglich wird. Dass Versprechen von Gott Abraham kann möglich werden. Und wieder ist natürlich die Führung und die Kraft von Gott hinter dem Reden von diesen Männern gestanden. Und dann am 14. Mai 1948 war es so wie die Gründung des Staates Israel. Das Mal sind zuerst nur Menschen aus zwei Stämmen zurückgekehrt: Juda und Benjamin. In der Zwischenzeit gibt es Menschen aus zwei weiteren Stämmen, die zurückgekehrt sind oder im Zurückkehren sind. Stamm Dan und Stamm Naphtali. Mein nächster Titel heisst «Vom Glauben zum Miterleben». Freunde, wir sind in dieser fantastischen Lage, dass wir in einer Zeit leben, wo wir ansatzweise sehen, wie die Prophetie an Abraham von Gott vor 4000 Jahren sich anfängt zu erfüllen. Wir leben in dieser fantastischen Zeit, wo wir sehen, miterleben, wie das, was der Ezekiel gesehen hat, vor 2500 Jahren vielleicht, sich erfüllt. Wir müssen es nicht mehr nur glauben, sondern wir können es miterleben. Wir können miterleben, wenn wir zurückgehen zum Ezekiel und zum Abraham, was Gott gesehen hat, jetzt zum Recht ansatzweise, zu Recht weit vorgeschritten, sich erfüllt hat. Was ist denn mit meinen Grosseltern gewesen? Die haben das glauben müssen. Auch wenn es absolut unmöglich war. Was ist mit unseren Vorfahren gewesen? Sie mussten es nur glauben. Und du und ich, wir können Augenzeugen sein. Dass ein grosses Stück von dem, was prophezeit worden ist, wo Gott mit dem Feldstechen vorausgesehen hat, weil er es gewusst hat, wie er es macht, wird und worden ist, durch alles hindurch, durch die Kriege im 48, wo sich ganze arabische Staaten aufgemacht haben und Israel noch keine Armee hatte, durch die Ihr wisst wieder, was ich meine. Durch den Krieg durch, oder? Freunde, wir können es miterleben. Es bleiben natürlich viele Fragen. Warum die vielen Unmöglichkeiten? Warum die vielen Nöte durch die Jahrtausende hindurch, durch die Jahrhunderte? Warum hat Gott zugelassen, dass viele Versagen von den Christen, von der ganzen Scheiß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß eins:
Was Gott sich vorgenommen hat, das setzt er um. Ich habe eine israelische Zeitung englisch abonniert und wir erleben mit, wie es doch Ezekiel 37 immer mehr erfüllt. Zwei Vers daraus, 37, 21, 22, wo Gott sagt, Ezekiel, und sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, sieh, ich will die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, nicht aus einer, nicht aus Babel, aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall sammeln und sie wieder in ihr Land bringen. Und ich werde ein Volk aus ihnen machen, im Land auf den Bergen Israels. Jedes Jahr kommen Tausende von Leuten, von Juden zurück, aus den verschiedensten Ländern und immigrieren in Israel, kommen zurück, so wie es da steht. Seit Jahrzehnten kommen sie zurück, von überall her, im Moment auch ganz stark natürlich aus der Ukraine. Wir leben aber noch mehr mit. Wir leben mit, wenn in den Propheten steht, dass von Ägypten einmal wird eine Strasse nach Assyrien und dann nach Israel. Wenn dort steht, dass da Frieden geschlossen wird, dann sehen wir auch da heute Ansätze von der Erfüllung von verschiedensten Prophetien aus Jeremia, aus Jesaja und aus Ezekiel. Es gibt das Abraham-Abkommen jetzt. Wer hätte gedacht, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, dass es mal ein Abraham-Abkommen gibt? Dass Ägypten, Bahrain, die Arabischen Emirate und Marokko das Jahr zum Außenministertreffen zusammengekommen sind in Beersheba in Israel. Wer hat das geglaubt? Wer hat nur einen Stutz dafür gezahlt, Erz finden? Am 30. Mai ist ein historisches Freihandelsabkommen mit den Arabischen Emiraten und Israel geschlossen worden. Am 6. Juni hat Saudi-Arabien gesagt, sie seien offen für wirtschaftliche und Sicherheitszusammenarbeit mit Israel. Am 21. Juli jetzt hat der Armeechef von Israel Marokko besucht. Hey, ich war in Marokko, vor 2,5 Jahren. Nichts von dem, weit und breit nichts. Und seit dem 15. Juli, eben gerade, hat Saudi-Arabien Luftraum für israelische Flugzeuge geöffnet. Freunde, das erleben wir mit, wie sich da Prophetien erfüllen. Und die beiden Stämme, die beiden Dinger da, die Stäbe, noch hat sich noch nicht alles erfüllt. Noch sind das erst so Juda natürlich und dann so 2 Stämme aus diesen 10. Aber es kommt immer näher zusammen. Es gibt natürlich Spekulationen, zum Beispiel, dass Palästinenser zu diesen Stämmen gehören. Und andere. Aber die lassen wir heute. Aber ihr seht, es passiert etwas. 2 von diesen 2 Stämmen sind schon viele wieder zurückgekommen. Und es kommt näher. Etwas bleibt noch aus, dass die Stämme ganz zusammenkommen. Etwas weiteres bleibt auch noch aus, dass wenn wir mit Gottes Augen sehen, es bleibt aus, dass der Hirte kommt, der dann schlussendlich den Frieden wird bringen. Ezekiel 37, 27. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das bleibt noch aus. Wir sind in einer unerhört spannenden Zeit. Und das Vertrauen und das Wissen und das Nachforschen, die Prophetien und was sich schon erfüllt hat, das verleiht meinem Glauben was? Red Bull. Tatsächlich. Ich finde es so grusig, das Red Bull. Aber der mit den Flügeln finde ich sau gut. Wann wird es jetzt so weit sein, dass der Friedensfürst kommt? Jetzt können wir spekulieren. Sag, ja, das und das und dieses. Mach ich nicht. Ich weigere mich zu spekulieren. Weil es kann gut sein, dass es noch mal riesige Bögen gibt. Noch mal riesige Umwege.
Stünde, bis der Messias kommt, wird es noch Hungersnöte geben, wird es Krieg geben. Aber Freunde, werdet nicht irre dran. Ich weiss nicht, warum Gott das alles zulässt. Ich weiss es nicht. Aber ich halte mich fest an dem und vielen anderen prophetischen Stellen, die bereits eingetroffen sind. Und ich gebe mir Gewissheit, mit anderem auch. Gott hat es noch im Griff. Auch wenn die Wege total anders sind, als ich mir das vorstellen würde. Auch wenn ich die Wege, die da gehen, teilweise katastrophal sind, in meinen Augen. Aber Gott sieht weiter. Und ich warte auf den Tag, wo dann Offenbarung 21, 3 bis 4 wahrnimmt wird, was heisst, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen alle Tränen. Was für eine Zeit. Ich strecke mich aus nach dieser Zeit. Ich weiss nicht, wann sie kommt. Bitte dort nicht spekulieren. Bitte dort nicht jede Affenkrankheit und weiss ich was alles, was kommt, schon irgendwo einordnen und dann wissen ihr wie. Vergiss es. Ich habe alle Bücher gelesen, die das versprochen haben. Alter Planet, Erde hin, weiss ich was alles. Je mehr das die Leute spekuliert haben, je mehr haben sie sich verrennt. Ich spekuliere nicht. Aber ich sehe mit offenen Augen, was sich schon erfüllt hat. Auch wenn es vielleicht noch mal ein paar Bögen gibt. Jetzt und heute ist mein Schluss. Es gibt auch heute auf der Welt, in der Schweiz, in Familien, in Lebenssituationen, wo wir nur noch vertröchnete Knöchel sehen. Was sprechen wir über ihnen aus? Sprechen wir über dem, was kaputt ist? Vertröchnet ist aus, dass es unmöglich ist? Alles kaputt, Endstation. Oder lassen wir es von Gott brauchen, auch Hoffnung dort noch zu reden, wo die Knochen verdorrt sind. Ich weiss, nicht alles kommt so zum Leben zurück, wie wir uns das wünschen. Ich weiss, wir haben uns gewünscht, dass Menschen unter uns bleiben, die an Krebs gestorben sind. Ich weiss. Aber ich weiss auch, dass Gott Menschen, Frauen und Männer sucht, die Hoffnung reden. Hoffnung ins Leben von anderen Menschen, die Knochen rum sind. Und dann betet und dann ringet. Hoffnungslosigkeit reden, das ist trendy. Das machen Zeitungen jeden Tag. Es macht Tagesschau jeden Tag. Wenn sie davon reden, dass wir genug Stellen haben, sagen sie, aber... Wird du eine Frau und ein Mann, der Hoffnung redet, der sagt, Gott, ist es möglich? Auch wenn wir wissen, manchmal nicht auf die Art, wie wir uns das vorstellen. Hesekiel hat sich das auch anders vorgestellt. Die zurückgekehrt sind, oder Mesra und Nehemia, hat sich das auch anders vorgestellt. Im Holocaust hat man sich das auch anders vorgestellt. Aber Gott kommt zum Ziel. Auf seine Art. Auf seine Art und Weise. Ich möchte dich ermutigen, zu den Menschen zu gehören, die Hoffnung reden und nicht Hoffnungslosigkeit. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Allmächtiger Gott, Heiliger Geist, ich danke dir, wie wir dein Wort haben und in einer spannenden Zeit dürfen leben dürfen. Und Sachen dürfen sehen, die sie Vorgänger nicht gesehen haben. Es ermutigt mich. Auch in einer dunklen Zeit in dem Europa. Danke dir, dass ich glauben darf und immer wieder den Glauben zurückfinden darf. Du hast im Griff. Auch wenn ich den Weg dazu nicht verstehe. Und vielleicht hat es jetzt Menschen, die mit mir beten, folgendes Gebet.
Vater im Himmel, ich verstehe Weg nicht. Vater im Himmel, ich verstehe viele Zulassungen nicht. Vater im Himmel, ich verstehe viele Wendungen in der Geschichte nicht. Die früheren, die heutigen. Aber ich will glauben, weil ich es sehe aus dem Wort, dass du es noch im Griff hast. Und du bist grösser als ich. Und du machst es anders, als ich es machen würde. Und Jesus Christus, wir erwarten dich. Erwartet dich der Friedensfürst, der Ezekiel davor hat. Wir erwarten, dass die zwei Stäbe ganz zusammenkommen. Und wir mit zu diesen Stäben gehören. Wir erwarten, Jesus, dass du dein Friedensreich aufbaust. Die Welt braucht dich, Christus Jesus. Wir rufen es raus und es heisst, im Römerbrief die ganze Schöpfung stöhnt und lechzt nach dem Offenbarwerden. Und am Schluss heisst es in der Offenbarung, komm bald, Herr Jesus. Und du sagst, ja, ich komme bald. Jesus, dein Bald ist elendlang. Und wir halten Ausschau danach. Nach dem Tag, wo es ein Ende ist mit dem Nicht-mehr-Verstehen. An dem Tag, wo es ein Ende ist mit dieser Not. Das Ende ist mit diesen Despoten. Das Ende ist mit dem Hungersnot, der droht. Christus Jesus, wir erwarten dich, der Friedensfürst. Ich bete für mich und für uns alle, dass du uns zum Menschen von der Hoffnung machst. Amen.